Weihnachtswetter ist ja jetzt im Moment nicht gerade. Ein bisschen warm, ne, für die Zeit kurz vor Weihnachten. Ja, gerade wir haben es wirklich warme Temperaturen und wir haben jetzt das wärmste Jahr seit etlichen Zeiten wohl. Und wir wollten eigentlich auch mit Palmier herkommen, aber die gab es gerade nicht so zu dieser Zeit. Nein, Spaß beiseite, es ist schon zu warm eigentlich. Es ist einfach warm, aber es ist halt Weihnachtsstimmung und die Leute wollen schon auch einen Baum haben, das ist schon so. Ne? Gibt es denn irgendwie einen speziellen Viertelgeschmack? Also Menschen, die aus dem Viertel kommen, hier Bäume kaufen, wollen die irgendwie einen ganz speziellen Baum haben? Ach ja, nein, einen speziellen Baum, sicherlich jeder will seinen Baum. Ne? Und viele wollen den Baum, den sie letztes Jahr hatten, weil sie da gut mit zurechtgekommen sind. Aber es ist so, dass klar, die im Viertel gucken schon, wer zu denen passt. Ne? Es muss jetzt nicht immer ein Baum sein, der wie gemalt aussieht. Ne? Das ist nicht deren Anspruch in erster Linie. Hauptsache, der passt zu denen und ob der jetzt eine kleine Ecke hat, die nicht ganz dahin passt, dann wird das halt so geschmückt oder so hingedreht, dass es passt. Oder selbst einige sind speziell drauf und suchen den Baum, der halt eine kleine Macke hat. Ne? Das gibt's auch. Beschreiben Sie doch mal bitte den Tag Heiligabend und den Tag davor. Was ist dann hier los? Ja, es ist immer ein ziemlicher Trubel und es gibt Menschen, denen es ganz wichtig ist, die sind schon so Tage vorher unterwegs und wenn sie gerade dann am 23. nochmal auf die Idee kommen, sich doch noch einen Baum, dann wird es manchmal etwas hektisch am Stand. Und ja, es ist dann schon so, dass man dann auch nicht mehr immer ganz die Auswahl bekommt, die man 10 Tage oder 8 Tage vorher schon noch hat, aber in der Regel sind die Leute schon zufrieden mit dem, was sie dann noch bekommen. Aber es ist schon so, dass die Bäume dann schon aussortiert sind und oft sind die dann auch zufrieden mit dem Baum, was sie dann noch finden. Oft ist es auch jüngeres Publikum, die jetzt spontan sich überlegt haben, doch jetzt nochmal sich einen Weihnachtsbaum in die Wohnung zu stellen oder halt eine WG, die halt jetzt sagt, ja komm, jetzt wollen wir doch noch einen Baum haben und dann wird es dann doch mal, aber das ist dann halt auch okay. Ist das Wetter eigentlich auch bei den Kunden Thema? Sicherlich, klar. Die wollen natürlich eher Weihnachtswetter, ne? So typisches Frostwetter mit Schnee und so, das fänden sie natürlich klasse. Wir hatten auch schon Jahre, wo sie mit dem Schlitten hier waren und die Bäume gekauft haben, das war natürlich klassisch und war natürlich toll auch für das ganze Feeling jetzt. Aber dieses Jahr ist es halt anders und wir werden auch damit leben.